Das Risiko damals war wahrscheinlich schon ein Stückchen höher, aber man darf auch nicht vergessen, dass auch in der heutigen Zeit die Raumfahrt nicht ohne Risiko ist. Also Respekt muss man da immer davor haben. Wir haben mehr Sicherheitssysteme und wir starten auf eine Rakete, die nicht komplett unerprobt ist, wie damals bei Gagarin. Aber dennoch ist Raumfahrt immer ein Gang entlang technischer Grenzen und man hat nie viel Platz, um zu stolpern. Es ist immer wichtig, dass man sich die Risiken genau anschaut, überlegt, wie kann ich denen entgehen, was ist das Restrisiko und ist es das wert? In unserem Fall ist es ja so, wir machen da eine ganz bewusste Entscheidung. Also wir fliegen im Weltraum ja nicht als Selbstzweck, sondern wir machen sehr viele Experimente, wir haben internationale Zusammenarbeit, wir sind Entdecker, wir geben eine Perspektive von außen zurück auf unsere Erde. Und das ist mir persönlich sehr viel wert. Ich denke, da es ist ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft. Und dafür, finde ich, lohnt sich das auch mal ein bisschen höheres Risiko einzugehen.